Wie ist Ihre Einstellung zur Fastenzeit? Gibt es etwas, worauf Sie in den nächsten 40 Tagen verzichten werden? Ich werde mich zurückhalten beim Süßen und auch beim Alkohol, bis Ostern Zurückhaltung üben. Und beim Autofasten? Dort bin ich nicht so stark, ich muss mobil sein und werde mich weiter bewegen müssen. Verzichten Sie auf etwas in den nächsten 40 Tagen? Ja, ich habe mir vorgenommen, auf Süßigkeiten zu verzichten, weil die in zweierlei Hinsicht nicht so günstig sind. Zum einen nimmt man schneller zu und zum anderen sind sie nicht so gesund. Also ich werde sehen, ob ich das 40 Tage lang durchhalten kann. Beim Autofasten werden Sie auch mitmachen oder nicht möglich? Ja, mache ich auch mit. Ich bin sehr viel auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Am Anfang meiner Abgeordnetentätigkeit hatte ich noch kein Auto und war immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Da halte ich gerne mit. Ich laufe auch viel und denke, das wäre auch ein Beitrag zum Beispiel zum Klimaschutz. Gibt es etwas, worauf Sie verzichten in den nächsten 40 Tagen? Auf Alkohol und ich verzichte auf Süßes oder ich bemühe mich zumindest darauf zu verzichten. Also ich nehme es nicht ganz streng, wenn irgendeine Festivität in der Zeit ist, dann bin ich dort dabei. Aber ich bemühe mich, auf Alkohol zu verzichten und sehr zu reduzieren und eben nichts Süßes zu essen. Ja. Und wie halten Sie es mit dem Autofasten? Also ich bin jemand, der das nicht ganz streng nimmt. Also bei Abendterminen zum Beispiel benutze ich gern das Auto, weil ich da nicht so gern in der Nacht herumstehe und dann auf öffentliche Verkehrsmittel warte. Aber wann immer es geht, untertags zum Beispiel, da ist die Frequenz und das Netz sehr gut, benutze ich öffentliche Verkehrsmittel und faste sozusagen das ganze Jahr, was Autofasten betrifft.